Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu New Super Luigi U. Heute ein Luftschiff, was uns erwartet. Oh, das ist super. Weil im letzten Part haben wir Welt 4 abgeschlossen. Die Eiswürfel-Eisfälle. Ahoi, ihr Brüder. Hey, da ist ein Luigi-Kopf vorne drin. Lustig. Und das hat uns... Oh, das ist ein eingefrorener, toter, kein eingefrorener, ein besiegter Feuerbruder. Sehr gut. Au. Du Sau, hör auf mich anzufrieren. Ekelhaft, das Ding. What? Ah. Wir haben letzten Part Welt 4 abgeschlossen, komplett. Oh Gott. Das Boomerang haben sie hier. Das gefällt mir nicht. Aber ich verstehe, warum das Ding heißt. Ahoi, ihr Brüder. Verdammt. Oh. Oh Gott. Oh, gut, man kommt da hoch. Ah, danke, Spiel, danke, Spiel. Ich habe eine Münze verpasst schon. Oh, derb. Hey, das ist die dritte. What? Ja, geplant heute durchzumachen, das Ding hier. Das heißt, wir laufen einfach hier durch und ignorieren alles, was da kommt. Beziehungsweise, ich muss noch gegen Bowser Jr. kämpfen, ne? Gibt's hier irgendwo einen Block? Frage seinen Block. Dankeschön. 150 Sekunden. Ja, das ist aber sehr, sehr nett. Dafür, dass ich das ganze Level normal spielen darf. So ein Mist aber auch. Ah, mir geht's heute den ganzen Tag irgendwo nicht so pralle. Nicht so gut irgendwo. Weiß nicht warum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Und hier ist gerade eine Mücke. Igittigit. Hau ab, Ding. Sowas aber auch. Ausweichen und ausweichen. Sehr schön. Hatte eigentlich schon vorgehabt, Kolosseum aufzunehmen. Aber echt überhaupt keine Motivation, aber. Ja. Dämmert. Ich war zu erschöpft. Ein bisschen erschöpft. Ich kann mir nicht erklären, warum. Aber es war einfach so. Bin ja auch irgendwie doof. Kein Burnout. Ah, aber... Ne? Der kleine Mann hier wird geburnoutet, ja. Aber so richtig hart. Hier, bitteschön. Ahau. Komm her, du. Voll auf die Birne. Jawohl. Voll gut. Voll gut. Dennoch muss ich das Level neu spielen. Ah, herrlich. Ach, diese Mücke ist immer noch da. Ey, hau ab, du kleines Mistding. Da. Kriegst du mir Platz down auf dem Bildschirm. So, ein Mistding. Ja, das war ungefähr so wie die Pranke gerade bei Bowser Jr. Trifft mich nicht, trifft mich nicht, trifft mich nicht. Ärgerlich. Auf Wiedersehen, bis in die Zukunft, Bowser Jr. Und Bowser. Meh. Besiegt und der Weg ist frei in den Limonaden-Dschungel. Gut, 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 gut. Wir werden nicht speichern. Aber wir werden mal die erste Münze suchen gehen. Wo die sein wird? Gute Frage, vielleicht am Anfang tatsächlich. Nein, nein. Hier unten eventuell. Oh, da ist tatsächlich was. Was? Das ist... Nee, das war wirklich doof. Das war wirklich doof. Gut, wir sehen uns dann im Limonadendschungel. Nicht speichern. So, endlich in den Limonadendschungel. Boah, das wird lustig. Das wird lustig. So viele Secret Exits zu erfinden. Ja, zu erfinden. Ist korrekt. Man kann auch finden sagen, aber zu erfinden finde ich irgendwo lustiger. Rankenspiel im Gigantogarten. Ganz viele Riesengegner, wahrscheinlich Piranha und ganz viel Großzeug. Ja, wie das hier zum Beispiel.
da ist nix. Hätte sein können. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Ranken, ne? Die Leute wissen, wie ich auf Ranken stehe. Also gar nicht. Muss mal schauen. Ist ein Rank drin? Da will ich ran. Ich habe irgendwie vermutet, dass es da sein wird. Diese Formation war so auffällig, ja? So auffällig. Da muss ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Komm. Pilz. Luigi springt so weit von hoch, das ist abartig. Hey, das ist ein Pixel-Luigi. Das ist auch irgendwo lustig, ein Pixel-Luigi. So. Oh, das ist einfach. Warum ist da eine Mini-Röhre? Wenn da oben der Secret Exit sein sollte, ja? Wenn es hier einen geben würde. Das wäre nicht cool. So. Oh. Okay. Da brauche ich einen Pilz wieder. Den ich hier bekomme. Hervorragend. So. Was denn hier? Münzen. Noch mehr Münzen. Eine Ranke. Und ein One-Up. Und die letzte Münze. Sehr schön. Passt doch. Und 29 Leben. Passt auch. Schönes Level. Ich frage mich dennoch, wohin führt die Mini-Röhre? Denn soweit ich weiß, gibt es hier kein Secret Exit. Egal, gehen wir in Level 2. Giftigere... Was? Giftigere Gewässer? Schlimmer als giftige Gewässer ist es giftigere Gewässer. Oh, what? Wow! Das... What? 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 Was ist das denn? What? Okay. Das könnte ein Level sein, was mir nicht gefällt. Hatten wir schon mal sowas. In dem vorherigen Level. So ein Ding, wo alles sich bewegt. Nicht cool. Also nicht sonderlich cool. Weil das echt abzuteilen ist doof. Gut, ich muss den Pilz bekommen als erstes. Dann muss ich bekommen eine Möglichkeit, da oben zu bleiben. Verdammt. So. Mal hier oben stehen. Da oben stehen, sagte ich. Oh. Ui. Oh Mann, heute ist kein guter Tag für mich. Liegt vielleicht daran, dass ich Sonntag, also gestern, aktiv war. Und an den heutigen Tag, den ich eigentlich nutze dann zum Aufnehmen, irgendwo nicht so nutze, wie ich eigentlich nutzen würde. Oh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Flügelanzug, absolut gerade sehr nett von dem Spiel hier. Da unten ist ein Fragezeichenblock. Und da ist eine Röhre. Und da ist eine Münze. Okay, ich weiß genau, was ich machen muss. Verdammt. Das funktioniert so nicht. Wow. Okay. Da unten ist eine Röhre. Wie soll ich da rankommen? Wie komme ich an die Röhre ran? Punkt 1. Punkt 2 ist, warum ist ein Fragezeichenblock? Punkt 3, was zum Teufel ist das für ein Level? Wer baut denn sowas?
Gut, das müssen wahrscheinlich Münzen Nummer 3 sein. Ne, ist die zweite Münze. Dann ist da unten das Secret Exit. Und da war die zweite Münze. Okay, das war nicht nett. Und hier ist dann das Ziel. Naja, alle drei Münzen. Aber da unten ist eine Röhre und da will ich auch nochmal hin irgendwie. Verdammt, das ist voll gemein. Und vor allem frage ich mich, was in dem Fragezeichenblock ist. Eine Ranke wahrscheinlich eher nicht. Ich schau mal nach, ob ich es kriegen kann. Ich hoffe, ich bekomme es, weil das könnte ein bisschen knifflig werden, ne? Eine Münze. Oh. Was? War? Was ist das denn? Was ist denn das? Das ist interessant. Na, komm schon. Treppe zum Himmel und zum Ziel. Das ist äußerst merkwürdig gewesen. Da kam von oben irgendwo ein Fragezeichen Schalter runtergefallen. Ha! Äußerst interessant. Äußerst interessant. Egal, gehen wir einfach mal ins nächste Level. Hacky-Panik. Oh, nicht schon wieder die Hackies. Die machen eh nur wieder Probleme. Oh Gott. Winken die schneller als sonst? Na, was auch immer. Okay. Zwei Münzen gratis? Cool. Wow, wow, wow. Okay. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das war nicht cool. Ich habe so viele Flugeicheln. Pre-Eichelpilze. Ich habe so viele Eichelpilze. Das sollte kein Thema sein. Und selbst wenn, ich würde wahrscheinlich hier sogar einen bekommen. Au. Nix. Okay. Dann warten wir kurz, bis er weg ist. Dann springen hoch. Genau so. Dann muss ich da unten hin. Durch. Sehr schön. Ach komm, geh ich oben lang. Ich habe alle drei Münzen. Und auf. Zum Ziel. Jawohl. Sehr schön. Die Level werden schon leicht schwieriger mit der Zeit. Aber wie es immer üblich ist, schwierige Level schaffe ich irgendwie schneller als leichte. Ich verstehe es nicht. Grollbesuch im Schlangenblockturm. Oh mein Gott. Oh, oh. Zwei der schlimmsten Elemente in einem Turm. Oh mein Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch abartig. Aua. Das ist doch richtig abartig. Das. Ah. Das ist abartig. Das ist abartig. Okay, ich muss mich also ziemlich beeilen, um den Dingens hier vorne zu bekommen. Das One-Up. Und dann ein Pilz. Okay.
Okay, okay. Flug anhören. Flughörnchen, jawohl. Gut, wir haben die erste Münze, wir haben Flughörnchenanzug und da oben sind zwei Morgensterne. Oh, da kommt ein Groll. Ein großer. Gibt's bestimmt irgendwo einen Eingang hier an der Seite, oder? Ich drücke ganz nach da. Aber es gibt hier nichts. Okay. Kein Eingang. Oh, crap. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wo die letzte Münze sein könnte. Zum einen Hörnchen. Zum anderen. Hier ist nichts. Ich habe eine Idee, wo die letzte Münze ist. Und die ist ja so abartig. Hallo Luigi? Okay, hier hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, weiter da drin. Also da drin. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein! Nein! Was ist das denn? Warum kommt da von unten diese Scheiße da hoch? What the crap? What? Oh. Wir sind jetzt oben. So, wieder oben. Auf geht's. Zum Bum-Bum. War recht schnell gerade. Lach, du Blöde, du. Was bekommt er jetzt? Hat er jetzt die Flügel oder macht er die Drehbewegung? Ah, nee, wird einfach nur groß. Okay, dann spring mal schön. Und komm auf den Kopf. Und komm auf den Kopf. Und auf den Kopf. Easy. Oh, das war so gut. Das war gut, das war gut, das war einfach zu gut. Gut, 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 gut. Nehmen wir das Geisterhaus noch mit? Wir nehmen das Geisterhaus noch mit. Nicht speichern. Geisterhaus. Buhus, Tanzboden. Ein Tanzboden. Verschwindende und wieder auftauchende Blöcke, die ich dann benutzen muss, um zu springen. Oh Mann. Münze. Geist. Geist. Münze. Meine. Das ist meine mit Tanzboden. Ah, das gefällt mir nicht. Ja, aber ich hatte schon das richtige Item gehabt. Oh Gott, what the crap? What? 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 Au. Blöde Buhu. Blöde Buhu-Geister. Ringe. Des Todes. Hier haben wir was. Aber ich will, glaube ich, noch weitergehen. Dazu muss ich kurz warten, bis der Geisterring weiter ist. Wow, der wird schnell. Oh, der wird aber schnell. Okay. Warten, bis er weiter ist. Jetzt. Da ist ein Bild von Luigi. Oh, hier ein Bild von Luigi. Naja, naja. Fluganzug und dann rüberfliegen, das sollte einfach werden. Ich muss nur durchkommen. Irgendwie. Und dritte Münze. Hi, Luigi. Und hallo, Tür. Und das führt mich wahrscheinlich dann direkt zum Secret Exit, würde ich annehmen. Yep. Und dieser Secret Exit, der führt mich direkt zum, naja, Secret Level der Welt. Also die Ranke hinauf, bis in die Wolkenwelt. Und da wollen wir aber nicht hin, denn das wäre zu weit. Also ähnlich wie Knochenbahn. Aber wir haben noch einen normalen Ausgang, den ich eben mitnehmen werde.
Und der ist ja echt schnell zu kriegen. Man sollte nicht getroffen werden von dem Buhu. Au. So viel dazu. Moment, das war die richtige Tür. Aber was soll's. Ich habe die Tür übersehen. Ach, ich bin so doof. Gut. Die richtige Tür mit einem Fragezeichen. Block, der fliegt. Krieg ich das hin? Ja, krieg ich sogar hin. Cool. Gut. Das war recht erfolgreich. War recht erfolgreich. Bisher haben wir auch, glaube ich, alles mitgenommen. Das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Secret Exit gefunden, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Dann machen wir im nächsten Part einfach weiter ab hier. Und zwar mit gemalter Meisterhand. Von Meisterhand? Naja, wenn es nicht Crazy Hand ist, ist alles okay. Wenn es Crazy Hand ist, ist alles okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Haut's rein!